Ja, herzlich willkommen bei Experts for Training. Neben mir steht Dr. Jürgen Fritsche. Er ist ehemaliger mehrfacher Karate-Weltmeister und der aktuelle Athletiktrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft. Mir gegenüber steht Professor Dr. Kreuz. Er ist Experte für Gelenke und Spezialist für regenerative Knorpelchirurgie. Wir werden Ihnen heute Übungen zeigen, wie man die Gelenke fit hält und eine optimale Prophylaxe gegenüber den häufigsten Krankheitsbildern schafft. Los geht's! Die Bewegung des Kniegelenkes ist nur möglich, weil die Kraft des Oberschenkelmuskels über Sehnen zum Unterschenkel weitergeleitet wird. Schauen wir uns das an diesem Modell einmal an. Der Oberschenkelmuskel setzt mit seiner Sehne, der sogenannten Quadrizepssehne, an der Kniescheibe an. Die Kniescheibe vergrößert das Kraftpotenzial bei Beugung und Streckung, weil sie den Hebelarm zum Zentrum des Kniegelenks deutlich verlängert. Vom Unterrand der Kniescheibe zieht dann die sogenannte Patellasehne zum Unterschenkel, wobei die Funktionskette zwischen Ober- und Unterschenkel geschlossen wird. Durch die großen Hebelkräfte, die gerade bei der Beugung des Kniegelenkes auftreten, werden diese Sehnen gedehnt und es kann zu Entzündungen und Überlastungserscheinungen an den Sehnenansätzen am Oberrand der Kniescheibe, aber auch am Unterrand der Kniescheibe kommen. Umso wichtiger ist es, die Sehnen durch ein adäquates Training auf diese Belastung vorzubereiten. Eine weitere Sehnenplatte existiert auf der Außenseite des Kniegelenkes, die in diesem Modell nicht abgebildet ist. Das ist der sogenannte Tractus iliotibialis, der vom Unterschenkel hier bis zum Oberschenkel sogar über das Hüftgelenk zieht. Welche Übungen am besten für diese Sehnen sind, das zeigen wir Ihnen jetzt. Zum Dehnen vom Oberschenkel, sehr gut gegen das Patellaspitzensyndrom. Wir nehmen das Bein, halten es an Höhe vom Sprunggelenk fest, ziehen den Oberschenkel hinten hoch und nehmen die Knie zusammen. In der Seitansicht sehen wir ganz deutlich, dass hier eine sitzende Position zu vermeiden ist. Das Becken muss nach vorne geschoben werden und hinten der Zug im Sprunggelenk erhöht. Das macht hier vorne einen sehr, sehr starken Spannungszustand, den wir brauchen, um den Oberschenkel zu dehnen. Da hier viele Ausweichmöglichkeiten existieren, begeben wir uns nach unten, machen einen kleinen Ausfallschritt und schieben das Becken so weit als möglich nach vorne. Wir merken, wie jetzt allein schon der Druck hier vorne steigt. Eine weitere Progression, eine weitere Steigerungsmöglichkeit wäre jetzt das Bein hinten anzuheben und jetzt maximalen Zug hier vorne auf den Oberschenkel drauf zu bekommen. Wir sehen, ein Vorbeugen ist zu vermeiden, Rücken sollte gerade, Becken sollte nach vorne geschoben werden, ganz, ganz, ganz weit vor. Es bietet sich an, den Druck von der Kniescheibe wegzunehmen, das Licht am Boden zu machen, ein Handtuch unterzulegen oder eine kleine Matte. Wer das nicht möchte, kann in eine liegende Position gehen, in Seitlage. Die Knie und die Füße sind beide am Boden. Hinten wird wieder fixiert und wir ziehen das Bein weitmöglichst auseinander. Je weiter die Knie auseinander sind, desto mehr Zug ereignet sich hier. Becken zeigt etwa 45 Grad Richtung Decke und wir erhöhen die Spannung, indem wir hinten noch den Zug halten. Zu guter Letzt kommen wir, schlagen die Beine über und dehnen die Außenseite des Oberschenkels mit dem Tractus, indem wir das Knie zur gegenüberliegenden Schulter bringen. Und wer sehr beweglich ist, kann sogar den Arm überschlagen, den Blick zur anderen Seite nehmen und erhöht den Druck noch auf die äußere Seite des Oberschenkels. Viel Spaß beim Üben dabei!